Liebe Freunde, also wir treffen uns jeden Tag. Ich weiß, also ich mache nicht besonders hier extra, aber ich bin hier da vor Ihnen. Und wenn ich regelmäßig hier da bin, machen viele mit. Ich habe vielleicht nicht alle Antworten, aber ich habe Fragen und unsere Freunde haben Antworten. Und wenn sie ein nach dem anderen beantworten, dann kriegen sie Ideen und sie kriegen dann Mut, das mutiger zu sagen. Und das ist eigentlich dann erfolgreich manchmal. So funktioniert es in Gespräch oder in Vorstellungsgespräch oder in Interview werden Fragen gestellt. Manchmal ist das so, sie haben Antwort, aber können sie da nicht sich einfach einwandfrei sprechen, weil sie das nicht geübt haben. Und deshalb treffen wir hier, wir üben und dann ohne Angst können wir das sagen. Das ist alles eigentlich. Wir alle wissen diese Fragen, die Fragen sind nicht neu. Sogar haben wir mehrmal daran gedacht, aber nicht richtig geübt. Nur das ist das Problem. Also ich stelle eine Frage und wenn Sie antworten wollen, sollten Sie Hand hoch zeigen. Dann weiß ich, wer antworten will. Okay? Dann einmal erste Frage. Nur zwei Personen bekommen diese Chance. Okay. So, erzählen Sie etwas über sich. Ich habe das extra geschrieben, weil manche fragen Ihre Vorstellung bitte. Manche sagen, bitte stellen Sie sich vor. Manche sagen, erzählen Sie etwas über sich. Bitte schon, wer antwortet? Sie haben eine Chance, Sie können sich vorstellen. Ja, gerne. Laut und klar. Hallo, guten Tag. Also, wer sind Sie? Laut und klar bitte. Jhansi und Safina, bitte schon, ein nach dem anderen. Beide sagen, aber laut und klar. Okay, Sir. Soll ich anfangen? Bitte schon. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist... Ja, guten Tag, mein Name ist Safina. Und um meine Akademiker zu beginnen, habe ich meinen Abschluss mit Handel von der Universität Delhi durch Fan und Rest abgeschlossen. Um meine weiteren Studien zu unterstützen, habe ich mich bei Best Western Sky City Hotel angeschlossen, wo ich als Gastgeberin in einem Restaurant deputiert wurde. Und wo die meisten Gäste aus verschiedenen Ländern kamen, da die meisten der Gäste aus der japanischen und deutschen Gemeinschaft stammten, die in Indien wohnte, waren wir ein bisschen Sprache beigebracht worden, damit wir unsere Gäste begrüßen und machen sie sich wohlfühlen. Und um meinen Lebensunterhalt zu unterstützen, trat ich Devi Pro Technologies Private Limited als Vertriebskoordinatorin bei. Und es ist ein Stellenportal und ich war verantwortlich für Anruf entgegenzunehmen und E-Mails zu beantworten. Entschuldigung. Ich habe hier 5 Jahre gearbeitet und danach bekam ich die Chance, bei MyTVS zu arbeiten, wo ich wieder als Vertriebskoordinatorin gearbeitet habe, und um den Vertriebsprozess zu unterstützen. Jetzt arbeite ich in anderen Firma, in einer anderen Firma, das Firma heißt Fujiyama Private Limited. Und hier ich muss mit Handeln und Verteilen koordinieren. Meine Handeln in der Produktfinanzierung abstimmen. Und das Sie interessieren sich nicht mehr, bei der Firma zu bleiben, oder? Sie haben jetzt Nase voll von der Arbeit, jetzt nicht mehr, na? Also Sie sind bei uns. Jetzt haben Sie das im Interview gesagt.
Sie haben wunderbar gesprochen, keine Angst. Aber habe ich nur einfach sehr hart gefragt, dass ja, Sie haben so bla 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 Erfahrung, wunderbar haben Sie gemacht und jetzt sind Sie bei uns. Vielleicht mindestens wollen Sie bei uns jetzt arbeiten. Okay, klar. Ja schon. Also natürlich sollte man am Anfang mit dem Namen beginnen. Und davor auch Gruß. Guten Tag. Okay? Guten Tag oder Hallo. Mein Name ist oder ich heiße oder ich bin. Das ist egal. Aber Sie begrüßen und dann Name und dann, was haben Sie gemacht? Schule oder Bildung? Was haben Sie gemacht? Und haben Sie welche Erfahrung und was machen Sie jetzt? Das sollte man so sagen. Natürlich kann man auch noch extra, wie alt Sie sind, kann auch gesagt werden, kein Problem. Und, aber das ein nach dem anderen sollten Sie sagen. Sie sollten über das, wie lange sollten Sie das sagen? Vielleicht 5 Sätze oder 15. Sie sollten für beide bereit sein. Einmal 5-7 Sätze, also in einer Reihe, ein nach dem anderen. Aber die wichtigste zuerst. Dann bekommen Sie vielleicht auch Chance über die Familie oder über die Erfahrung. Dann kommen die Fragen von auch noch von der Vorstellung. Okay, Jhansi, du wolltest auch dazu was sagen. Bitte schon, stellen Sie sich vor. Danke, Sir. Laut Guten und Tag. Klar. Ja. Guten Tag. Ich heiße Jhansi. Ich komme aus Hyderabad. Ich wohne in Hyderabad. Ich arbeite bei ADP in Hyderabad. Ich bin Global Sicherheit Beamterin von Beruf. Mein Vater heißt Vinod Kumar. Ich habe few Personen in meiner Familie. Ich bin fließlich, punktual. Meine Hobbys sind Bücher lesen, kochen. Und danke, Sir. Das ist alles. Sehr gut. Ja, wunderbar. Also Hyderabad haben Sie dreimal gesagt. Sie können das vermeiden. Einmal haben Sie gesagt in Hyderabad, also dann vielleicht können Sie sagen hier oder bei uns in Telangana oder diese Weise. Also nicht immer wieder das wiederholen. Ja, aber gut. Okay, noch eine Person will vielleicht. Nehmen wir dann nächste Frage. Will noch jemand sich vorstellen, laut und klar? Ja, Sir. Hier braucht man Mut, weiß ich. Bitte. Ja. Ich heiße Manish Parikh, ich komme aus Nagaur, Rajasthan. Ich bin Parents als 11 alt. Ich habe B1-Zertifikat gemacht. Ich kann Hindi, Englisch und Deutsch Sprache sprechen. Wir sind 6 Familienmitglieder. Mein Vater ist Bauer und meine Mutter ist Hausfrau. Ich bin Ladies. Mein Hobby sind Neuorden besuchen und Musik hören. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Okay. Haben Sie keine Erfahrung? Haben Sie nie gearbeitet? Ja, Sir. Ich habe 2 Jahre Erfahrung. Okay. Wo und wann haben Sie gearbeitet? Ja, Sir. Ich habe Erfahrung bei Alisa Torrent Closures, India Private Limited, Jaipur, Rajasthan. Okay. Alles klar. Yes. Ja. Über die Familie, okay, das war schon okay, kein Problem. Wir sind in der Familie, wir sind 6 Mitglieder in der Familie. Mein Vater arbeitet als, ja, bla bla bla. Oder meine Mutter ist Hausfrau. So kann man sagen. Aber nicht dann noch detailliert. Aber das war schon gut genug. Okay. Jetzt. Ja. Sir, ich habe einen Zweifel. Bitte, wenn wir über unsere Erfahrung erzählen, können wir auch Datum oder Jahren erzählen, wie viele Jahre oder wenn wir haben diese Firma beitreten. Das sollten Sie nicht. Wenn gefragt wird, nur dann. Okay, Sir. Okay. Sie sollten einfach sagen, ich habe bei Firma Exa gearbeitet. Und das war wirklich eine wunderbare Erfahrung und jetzt mache ich das. Also Sie müssen nicht so detailliert, also von 8. Januar bis, also ja, von 8. Januar 2020 bis 7. Juli 2022, so müssen Sie nicht, ja,
Das ist ihnen eigentlich egal. Sie wollen nur hören, ob sie Erfahrung haben oder nicht. Und wenn ja, dann in welchem Bereich? Und was haben sie gemacht? Und was machen sie jetzt? Sie wollen sich so aktualisieren, also updated fühlen. Wann sie das begannen und was machen sie heute? Woher sie kommen und wie sie heißen? Das ist die wichtigste Infos. Ja. Entschuldigung, Sir. Bitte? Sir, ich habe eine Frage. Wie kann man sagen, ich habe 2 Jahre Break? Pause, ne? Pause, ja. Ich habe 2-jährige Pause inzwischen. Und Sie können dann auch begründen, warum. Zum Beispiel, ich hatte 2 Jahre Babypause. Oder ich war krank und dann konnte nicht inzwischen arbeiten. Ja. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Das sollten Sie auch noch mehr, ja, lassen. Ja. Danke, Sir. Bitte schon. Jetzt ist die Frage, warum möchten Sie für unser Unternehmen arbeiten? Warum möchten Sie? Wer beantwortet? Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Wer reagiert? Unsere Firma ist natürlich eine große Firma, aber was zieht sie an? Bitte schon, ich kann 2 Hände sehen. Warum möchten Sie bei unserer Firma, Surendra? Ja, ich denke, dass die Firma ist groß, dass der finanzielle Turnover ist auch in Viertel ist auch gut. Das ist, denke ich, zu Unternehmen arbeiten in deiner Firma. Okay, deine sagt man nicht, ihre. Ja, aber dann Abhishek und dann Jaya, bitte schon, warum möchten Sie für unser Unternehmen? Bitte schon. Entschuldigung, Sir. Ja? Ich habe eine Frage für Vorstellen. Sir, is there any sequence of like introduce ourselves, like after name, education, then experience, like that we have any sequence? Eigentlich haben Sie vielleicht in A1 gesehen, also Name, Alter, also was haben Sie gemacht? Gemacht bedeutet studiert und dann Arbeit. Also das heißt Erfahrung und dann können Sie noch über etwas, über Familie, dann etwas über Hobbys. So kann man nehmen. Das wäre dann ideal, aber es hängt davon ab. Manchmal müssen Sie nicht immer so sagen, aber das wäre vielleicht schon gut. Okay, man, ja, also das wäre. Und dann hier noch, woher und wo. Also hier noch 2 Fragen, woher und wo. Das bedeutet, wie heißen Sie, wie alt sind Sie, woher kommen Sie und wo wohnen Sie gerade jetzt? Was haben Sie bis jetzt gemacht, studiert und was machen Sie gerade? Haben Sie Arbeitserfahrung und dann ein bisschen über die Familie und Hobbys? Danke, Sir. Das sind die normale. Also man kann auch ein bisschen ändern, aber das wäre besser. Okay. Ja, die Frage ist, Abhishek, warum möchten Sie für unser Unternehmen arbeiten? Hallo, schönes guten Tag, Dave, Sir, und alles meine Lieben euch. Und möchte ich sagen, dass ich habe viele Interview oder viele Gespräche in Deutschland vorgestellt. Und das ist die sehr, sehr wichtige oder sehr voraussichtliche Frage. Jedes Ansprechpartner oder jedes Unternehmen hat mir immer gefragt. So, wenn die Frage kommt, warum muss ich in diesem Unternehmen arbeiten möchte, so kann ich sagen, in meiner Masterabschluss habe ich viele
über diesen Unternehmen gehört und die Technologie benutzen in diesen Unternehmen ist sehr hoch oder sehr günstig und sozialweise ist viele benutzen in ganzen Europa. Und diesen Unternehmen hat viele Möglichkeiten oder viele Chancen, hoch zu gehen und eine gute Karriere aufzubauen. Und der dritte Punkt oder der Schwerpunkt kann ich sagen, in diesen Unternehmen finde ich viele Leute von verschiedenen Land oder Interkultur gefahren. So habe ich ein gutes Denknis für diesen Unternehmen zu arbeiten und meine Fähigkeiten verbessern. Und die vierte Punkt kann ich sagen, das ist näher meiner Stadt und kann ich viele ein gutes verdienen. Deswegen habe ich entschieden, für diesen Unternehmen zu bewerben oder arbeiten. Und ja, das ist mein vierter Punkt. Und kann ich auch sagen, es gibt viele Möglichkeiten für Reisen bereist und kann ich viele Stadt in Deutschland reisen und Gutes lernen, wenn ich mit vielen neuen Leuten kennenlernen. Und kann man auch sagen, dass dieses Unternehmen hat ein gutes Verbinden mit weltweit Firma und ich kann meine Organisation oder meine Unternehmen viel verbessern kann mit meinen Fähigkeiten oder meiner Information. Deswegen habe ich entschieden zum diesen Unternehmen. Ja, das war's. Wunderbar. Noch jemand? Also wir kriegen so Punkte. Ideen, das ist wichtig. Also wir können schon Deutsch, aber manchmal die Punkte fehlen. Also wir vergessen, oh mein Gott, was sage ich jetzt? Das ist ganz normale Frage, aber dann die Ideen fehlen. So, wenn wir jetzt unter uns diskutieren, dann können wir auch da. Okay, nächste Person bitte. Die Frage ist gleich, warum möchten Sie für unser Unternehmen arbeiten? Bitte. Sie sind glücklich, dass Sie Chance haben. Mock Interview. Ansonsten wird direkt gefragt und dann, ja. Ich muss vielleicht, ja. Hallo. Direkt mit Namen. Ja, bitte, Jaya. Ja. Hallo zusammen. Ich möchte Sie für unser Unternehmen arbeiten, weil Ihr Unternehmen kann mir helfen zu wachsen und ist in unserer Stadt sehr bekannt. Außerdem kann ich eine Bereicherung für das Unternehmen sein. Auch ich lerne schnell, bin teamfähig, anpassungsfähig und kreativ. Und ich denke, dass diese starken von mir perfekt für diese Unternehmen. Das ist alles. Danke. Perfekt. Okay, Priyanka, Sushi, bitte schon. Warum dann? Super Punkte, aber noch jemand. Dann komme ich also zu nächster Frage. Hallo, guten Tag. Ich heiße Priyanka Pal. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Bangladesch, wohne in Kanpur. Ich wohne in Kanpur. Ich spreche Hindi und Englisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Musik. Alles klar. Okay, aber die Frage war, warum möchten Sie? Khushi, würdest du auch dazu reagieren? Ja, Sir. Bitte schon. Ich kann sagen, viele meiner Bekannte haben schon bei ihrer Firma gearbeitet und ich habe gehört, sie bieten ihre Kandidaten eine geeignete Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre und auch besser Gehalt. Abgesehen davon, jeder weiß, dass ihre Firma ist bekannt. Und wenn ich bei Ihrer Firma arbeite, kann ich auch meine Sprache gleichzeitig verbessern.
Ja, schon, wunderbar. Also man könnte über das Lernen, diese Möglichkeiten, diese Firma bietet ja Möglichkeiten. Und Sie haben gesagt, dass meine Freunde, Verwandten arbeiten auch schon. Und ich habe von Ihnen gewusst, Bescheid bekommen, dass bei dieser Firma arbeiten Jugendliche. Und ich wollte immer mit Jugendlichen arbeiten. Da kann man viel lernen. Und die Arbeitsklima ist auch super. Und ja, hier wurden auch einige Menschen, also Sie können neue Menschen kennenlernen. Die Arbeitskultur, ich bin Anfänger, obwohl ich Anfänger bin, aber dann will ich viel lernen. Die Technologie spielt auch eine große Rolle. Wenn man bei einem MNC arbeitet, dann kriegt man neueste Technologie oder Sie können davon auch viel lernen. Und die Produkt, wenn Sie wissen, dass die Firma was solche Produkte also verkauft, dann können Sie über Produkte sprechen. Wenn es Service ist, Dienstleistung ist, dann können Sie demgemäß sagen. Sie sollten auch über das Firma sich informieren, was die Firma eigentlich macht. Und so können Sie sagen, dass die also Kunden sind auch zufrieden und die Firma hat guten Ruf und arbeitet international. Das bedeutet, man hat auch richtige Chancen, Mobilität auch vielleicht. So, Sie sollten auf das Lernen konzentrieren, ja, und natürlich kriegt man auch gutes Gehalt, das ist mir wichtig. Und jemand hat auch vielleicht inzwischen erwähnt, dass die Firma befindet sich auch nicht weit weg von meinem also Haus. Man kann am Wochenende auch nach Hause fahren, wenn man Zeit hat. Also diese Weise können auch Sie sagen, das ist praktisch. Das passt, ich kann das schaffen. Und natürlich, also hier arbeitet man spricht mit Kunden, ich habe Deutsch gelernt und diese Weise kann ich auch meine Sprache verwenden. Und dadurch lerne ich auch, ja, immer. Multikulti war auch ein guter Punkt. Abhishek hat gesagt, dass in dieser Firma, also arbeiten Jugendliche, aber nicht nur das, sie kommen aus unterschiedlichen Städten oder Länder. Da kann man voneinander viel lernen. Das ist wirklich meine Chance. Und ich arbeite gerne am Computer und hier wird am Computer gearbeitet. Also schon. Das macht ja Spaß. Man muss fünf Tage arbeiten, zwei Tage hat man frei. Also das ist auch dann, was ich immer wollte. Dann habe ich auch genug Zeit für mich und für meine Familie. Ich kann dann alles, also Arbeit und natürlich Familie, das kann man ja richtig dann, okay? Und nächste Frage dann, warum sollen wir sie einstellen? Oh, das ist ein bisschen direkt. Warum sollen wir sie einstellen? Das ist schon okay, dass sie bei uns arbeiten wollen, sie haben ihre Gründe, aber warum sollen wir sie einstellen? Es gibt auch andere Kandidaten. Warum denken Sie, dass Sie für diese Stelle geeignet sind? Wer antwortet? Darf ich da? Ja, gerne. Laut und klar, bitte. Ich bin total aufgeregt, mit Ihnen zu arbeiten. Und ich bin sehr verlässlich und kann gut im Team arbeiten. Und ich denke, ich kann meine Fähigkeiten für das Unternehmenswachstum einsetzen. Okay, noch jemand? Einstellen, ihre Qualitäten. Ja, warum Sie ihre Antwort könnte vielleicht? Sind Sie wirklich geeignet? Wenn man solche Fragen hört, dann hat man Angst. Ja, vielleicht nicht. Also Sie sollten besser jemanden anderen nehmen, einstellen. Ja, vielleicht bin ich nicht gut genug. Ihre Firma ist so großartig und ich, oh mein Gott, vielleicht wir passen uns nicht. Nein, so sagt man nicht, natürlich. Ja, bitte. Ja, Sir. Es kann gut mit dem zusammenarbeiten.
Okay. Ich bin pünktlich von den Zeit. Ich kann Hindi, Englisch, in Deutsch Sprache sprechen. Ich arbeite von Herzen. Ich bin schnell Lerner. Okay. Ja, wunderbar. Also Sie sagen, was Sie können. Ja, sehr gut. Next. Sir, ich bin pünktlich und punktuell. Ich habe Erfahrung. Welche hilft deine? Ich habe Erfahrung schon 6 Jahre. Welche hilft deine Company? Und okay. Yes. Okay. Wenn ich einmal reinkomme, dann wird die Firma noch größer und erfolgreich. Ja, vielleicht. Ja, ja. Kein Problem, kein Thema. Einfach sagen Sie bitte. Man muss wagen. Yahin daroge to, wahan to daroge hi daroge. Also, bitte schon. Einfach was sagen. Was können Sie? Sind Sie wirklich? Wenn Sie das nicht sagen, das bedeutet, Sie sind vielleicht nicht geeignet. Die, es gibt natürlich viele Menschen, die für diese Stelle sich bewerben wollen. Aber können Sie sagen, dass obwohl ich Anfänger bin, aber ich habe schon sehr gut Deutsch gelernt und Sie brauchen jetzt Angestellte, die gut Deutsch können. Also ich denke, da wäre das gut für beide. Ich suche jetzt eine Stelle und Sie suchen Angestellte. Angestellte. Das wird vielleicht gut, diese Weise. Ich arbeite sehr gerne am Computer. Also hier habe ich gehört, dass in dieser Firma wird am Computer gearbeitet. Also das passt mir dann. Ich kann auch sehr gut Englisch. So, hier wird auch dann internationale Atmosphäre sein. Da kann man dann gut überleben. Oder ein ander, ja richtig, wenn man die Sprachen gut kann, dann kann man hier besser schaffen. Also ich kann auch höflich sprechen. Ich kann also sehr gut schreiben. Hier wird, ich habe gehört, hier wird viele E-Mail geschrieben und viel mit den Kunden direkt gesprochen. Und da, das sind meine Stärke. So kann man also sagen, was man kann. Und meine Freunde sagen, dass sie sich auf mich verlassen können. Also man kann sich auf mich verlassen. Und ich arbeite natürlich gerne, aber ich lerne auch einfach. Ich bin immer bereit für Neue, für etwas Neues. Und ich bin mir sicher, wenn diese Stelle mir angeboten wird, dann schaffe ich das sehr gute Weise. Natürlich, die Arbeit ist neu, aber zum ersten Mal lernt man ja Neues. Aber so, oder noch welche Punkte haben Sie im Kopf? Einfach, Sie sagen, das ist Ihre Chance. Wenn Sie nur einfach schweigen, dann weiß man nicht automatisch Bescheid. Man muss das sagen, was Sie können. Kann ich sagen, wenn wir viele Arbeit oder Stress in Arbeit haben, ich kann einfach diese Arbeit machen? Ja, Sie können sagen, dass ich habe auch Erfahrung. Unter Stress kann ich auch arbeiten. Unter Stress? Ja, und? Man kann auch manchmal gleichzeitig, also ich bin auch Multitasker. Viele Aufgaben kann ich behandeln, wenn es gebraucht wird. Nicht immer, aber dann ich kann das auch schaffen. Sie können auch dann, also was Sie machen, wenn Sie welche Erfahrung haben, dann können Sie noch das auch teilen. Aber diese normale Situationen, ich kann auch Alltag, ich mache auch einfach Freunde. Ich helfe gerne. Und diese Weise, wenn ich auch hier sowas mache, dann kriege ich Freunde. Natürlich, so wird die Atmosphäre auch positiv und gut. Hier arbeitet man im Team und ich kann wunderbar im Team arbeiten. Ja, so können Sie sagen. Ja. Ich denke, dass meine Erfahrung mit der Jobbeschreibung vollständig identisch ist. Ich kann mit meiner Technician und Management Erfahrung zum Vakuum der Organisation betragen.
Okay. Ja, also was Sie schon gelernt haben, sagen Sie. Denken Sie nicht, also Sie brauchen vielleicht Englisch, aber ich kann Englisch, ich kann Deutsch. Das sollten Sie ja noch sagen. Automatisch kriegt man nicht. Wo Bhagwan to hai nahi, usko pata hai aapko kya kya aata hai. Batana padta hai. Also ich kann das alles. So, ich bleibe immer im Laufenden. Ich lese jeden Tag Zeitungen und so weiß ich, was eigentlich in der Welt los ist. So kann ich hier auch im Prozess. Aap agar Newspaper padhne ke shaukeen ho, to wo bhi bata do. Ki main updated rehta hun. Iska matlab indirectly ye hai ki company mein bhi koi naya process aayega ya kuch bhi nayi cheez aayegi to main updated hi rahunga. Indirect Jackman feel hai scientist. Wenn Sie sagen, dass meine Freunde sagen, also das, Sie, das sind auch Ihre Stärke. Das Sawalon ka jawab ek hi hota hai. Kai baar. Sie müssen eigentlich die Frage richtig verstehen und dann demgemäß also antworten. Sie haben vielleicht 2000 Wörter und es gibt 20 Fragen. Von diesen 2000 Wörtern antworten Sie immer und kriegt man die Antwort schon. So, irgendwie sollten Sie das fühlen lassen, dass ja, ist am Thema stehe. Kul milake ek do cheeze shuru ki. To the point बोलके आसपास की चीजें बोल सकते हो अगले को लगना चाहिए कि हाँ ये सही बोल रहा है यही बात है आजो इर्गेंड भी उन वेन मान आजो मान मूस फुसबाल स्पीलन एगाल भी दस फर्स्ट एट मान या जी जिन दन इमन नॉक हिम थेमा के वेन जी जागन दस माइने फ्रेंड है क्यों न जिस ऑफ मिस Verlassen, wir helfen gern einander. Also indirekt wird das auch dann angenommen, dass in der Firma kann man auch vielleicht sich auf ihn verlassen. Indirekt zwischen den Zeilen liest man auch. Also ihre Positivität, ihre ja, Stärken sollte man hier auch aussagen können.